In diesem Video versuche ich zu zeigen, warum Putin mit Selenskyj keinen Deal machen kann. Wir dennoch aber jetzt eine Bärenmarkt-Rallye sehen könnten, bei der zum Beispiel die massiven Zugewinne von Öl und Gold wieder abgebaut werden. Das waren ja die Krisengewinner, während die Aktienmärkte massivste Bewegungen gesehen haben. Wir wollen uns die Lage mal anschauen. Gestern gab es ja eine Art Selenskyj-Rallye, wie ich sie bezeichnet habe, im Marktgeflüster. Hier sehen wir, da ging es massiv nach oben, dann ging es wieder nach unten. Warum? ABC, der amerikanische Nachrichtenkanal, hatte die Meldung gebracht, Selenskyj bereit, Donbass als unabhängig anzuerkennen, also die Volksrepubliken dort, Krim als russisch anzuerkennen und nicht mehr sich praktisch auf einen NATO-Beitritt zu versteifen, sondern möglicherweise einen Neutralitätsstatus anzustreben. Diese Meldung war allerdings nicht wirklich aktuell und dann wurde auch noch dementiert, dass die Ukraine wirklich bereit ist, Gebietsabtretungen zu machen, also nix Krim, nix Donbass und dann ging es wieder nach unten, dann wieder Erholung, dann auf Tagesschluss mehr oder weniger haben wir geschlossen, eine wilde Achterbahnfahrt, dazu gleich mehr. Schauen wir uns mal die aktuelle Lage an rund um Russland, Ökonomie, Krieg etc. Ratingagentur Fitch hat Russland als unmittelbar vor dem Zahlungsausfall eingestuft. Wir sehen, dass Amazon aufgehört hat, dort zu arbeiten mit seinem Cloud-Service. Wir sehen, Starbucks wird alle Geschäftstätigkeiten einstellen, McDonald's, Coca-Cola. Und jetzt hat Russland gesagt, okay, die Firmen, die ihre Operationen da einstellen, die werden wir enteignen. Und das ist natürlich jetzt eine neue Stufe. Es gibt in Russland etwa 1000 McDonald's, die würden dann praktisch komplett wegfallen. Das heißt, diese Firmen, diese amerikanischen Firmen würden nie wieder zurückkehren. Und die russische Zentralbank hat jetzt Begrenzungen eingeführt für Fremdwährungsabhebungen. Man darf nur noch 10.000 Dollar jetzt abheben. Also hier sehen wir, die Dinge gehen weiter. Polen hatte überlegt oder gesagt, wir sind bereit, Kampfjets an die Amerikaner zu geben. Die wiederum sollten es dann den Ukrainern geben. Die Amerikaner lehnen das jetzt ab, wollen aber gleichwohl zwei Patriot Batteries nach Polen bringen. Und es gibt unbestätigte Meldungen darüber, dass die NATO doch eine Art No-Fly-Zone über dem ganz westlichen Teil der Ukraine verhängen könnte, Lemberg und Richtung Westen, polnische Grenze, schlichtweg um Flüchtlingen hier zu helfen, dass hier diese Flucht dieser Flüchtlinge garantiert werden kann. Jetzt sehen wir auf der anderen Seite, dass dieser Konflikt mit China jetzt so ein bisschen aufkocht. Das Weiße Haus droht China mit Sanktionen wegen seiner Haltung zu Russland, denn die Chinesen weigern sich, das so richtig zu verurteilen, weigern sich, Sanktionen zu verhängen. Und vielmehr ist es so, dass China sogar überlegt, jetzt Anteile an russischen Energiefirmen und Rohstofffirmen sich zuzulegen. Die sind ja jetzt relativ günstig aus chinesischer Sicht. Also wir sehen, das Ganze bekommt jetzt eine ganz neue Dimension. Für diejenigen, die da an diesem Krieg beteiligt sind, sowohl Ukrainer als auch Russen, wird es jetzt schwieriger, denn die Temperaturen, die dürften deutlich nachlassen. Es wird viel, viel kälter. Das wird ein richtiges Problem. Auch und gerade natürlich für die Russen, die teilweise wirklich Nachschubprobleme haben, Versorgungsprobleme haben, während die Ukrainer ja vor Ort sind, da noch eine gewisse Infrastruktur haben, sich besser auskennen vor Ort, wissen, wo sie manche Sachen herbekommen können. Der Rubel übrigens jetzt 8% im Minus zu Handelsstart. Und jetzt will ich kurz mal begründen, warum Putin eigentlich keinen Deal mehr mit Selenskyj machen kann, mit der Selenskyj-Regierung machen kann. Hier hat gestern ein extrem guter Kommentar, einer der besten Kommentare, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, geschrieben. Ich glaube, die Börsen haben einen wichtigen Punkt nicht auf dem Schirm, nämlich, dass Putin hier eigentlich den Krieg als spezielle Operation, als einen Polizeieinsatz verkauft, weswegen er diesen Krieg nach einem Kriminalitätsparadigma führt. Das bedeutet für ihn, dass er sein gesetzespolitisches Ziel umsetzen muss oder er stellt bei Nichterreichung seine eigene Exekutivgewalt im Inneren komplett in Frage. Das Ganze wird ja von den Russen nicht als Krieg bezeichnet, sondern als militärische Operation. Dementsprechend muss er diejenigen, die er da bekämpfen will, nämlich die ukrainische Regierung, auch irgendwie ausschalten. Das ist ein zentraler Punkt. Die russische Opposition würde immens gestärkt. Hätte er es als Krieg bezeichnet, wäre dieser Zwang nicht da und er würde nur Reputation nach außen verlieren. Das ist also ein wirklich entscheidender Punkt. Das heißt, dass letztendlich Putin ja sagt, das ist eine militärische Sonderoperation. Das ist genauso, als würde
etwa hier die Polizei in Deutschland gegen eine, keine Ahnung, gegen einen Clan vorgehen, Mafia oder irgendwelche libanesischen Clans, die hier sozusagen, naja, bearbeitet werden müssen. Das sind halt Kriminelle. Und so hat ja Putin Ende Februar die ukrainische Regierung als Bande von Drogenabhängigen und Neonazis bezeichnet. Wie er dann mit Selenskyj, mit diesem Neonazi angeblich, der ja jüdisch ist, einen Deal machen will, praktisch mit Drogensüchtigen, da sehen wir doch diese Kriminalisierung dieser ukrainischen Regierung. Dementsprechend ist eigentlich kein Deal aus meiner Sicht möglich. Interessant ist, dass ja jetzt der israelische Regierungschef kürzlich in Moskau war, und Israel ist ja in einer sehr seltsamen Position. Erstens hat man eine riesige russischstämmige Bevölkerung, ca. 30%, 20-30% der Israelis sind Russen. Ich war einige Male in den Palästinensergebieten, wenn man da in die Checkpoints reinfährt, etwa in Bethlehem. Da gibt es nur einen einzigen Eingang, einen einzigen Checkpoint. Und die Soldaten da, die waren alle Russen, russischstämmig, das hat man an ihrem Akzent gemerkt. Die haben uns da unsere deutschen Pässe angeschaut und haben gesagt, was wollt ihr hier denn? Aber bitte fahrt rein. Das war damals schon ein gewisses Risiko. Ich war damals mit einem extrem erfahrenen Kriegsreporter unterwegs. Den hat gar nichts mehr geschockt, deswegen habe ich mich das auch getraut. Aber manchmal hatte ich schon ein bisschen Schiss. Aber sei es drum, kommen wir mal zu den Märkten. Israel vielleicht noch abschließend, da ist es ja so, Israel sieht jetzt, wie die Amerikaner sich annähern an den Iran wegen Atomabkommen, damit der Iran dann das Öl auf den Markt schmeißen kann, womit man dann das russische Öl ersetzen könnte. Dagegen ist Israel sehr, die sind sehr skeptisch, die wollen auf keinen Fall, dass der Iran irgendwann doch in der Lage sein könnte, eine Atombombe hier zu bauen. Auf der anderen Seite Israel eben diese problematische Konstellationen, fast 30% der Bevölkerung russischstämmig, auch teilweise Sympathien für die Russen. Also das sind extrem interessante Dinge, die da passieren. Die Konstellationen sind unendlich komplex, ebenso wie die Lage an den Märkten. Hier sehen wir mal die 10-jährigen Break-Evens, das sind praktisch die Inflationserwartungen auf All-Time-High, während gleichzeitig die Zinskurve sich immer mehr verflacht. Wir kurz vor einer Invertierung bereits der Zinskurve stehen, ein sicheres Anzeichen für Rezession. Aber kommen wir mal zur möglichen Bärenmarkt-Rallye an den Märkten. Zunächst mal sehen wir hier die US-Indizes im Minus, aber es war nicht dramatisch. Aber wenn wir uns jetzt mal die Sektoren anschauen, dann sehen wir, dass die schwächsten Sektoren alle defensiv waren. Consumer Staples, Dinge des täglichen Gebrauchs. Wir sehen Healthcare, wir sehen Utilities, wir sehen Real Estate. Das sind also die defensiven Sektoren, die gestern schon schwach gewesen sind. Das ist eine interessante Beobachtung. Hier sehen wir nochmal diese Moves im S&P 500, teilweise 2,6% nach oben, dann wieder 1,7% nach unten. Und Booms, 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 das ist schon ein Wahnsinn gewesen. Wir hatten gestern 8 Intraday-Moves von mehr als 1% im S&P 500. Das ist genauso viel, wie wir im gesamten Jahr 2017 hatten. Das haben wir gestern in wenigen Stunden abgefrühstückt. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist schon krass. Und was ich meine hier mit dieser potenziellen Bärenmarkt-Rallye, die zumindest durch Indikatoren irgendwie angedeutet wird, hier sehen wir auch nochmal, der Nasdaq hat es auch ganz fleißig getrieben. Wir sehen, dass gestern unter massivem Volumen abverkauft wurde. Wir sehen aber, dass eine signifikant höhere Zahl von Aktien jetzt ein 52-Wochen-Hoch erreicht hat. Das haben wir schon sehr lange nicht mehr gehabt. Wir haben eine positive Divergenz in einigen Indikatoren. Das ist nicht sicher, dass da eine Rallye kommt. Das bleibt ein nervöser Markt. Aber es deutet darauf hin, dass da irgendwie kurzfristig nach unten mal die Luft ein bisschen raus ist. Und das, weil wir jetzt auch einen katastrophalen Start haben, eigentlich seit Jahresbeginn. Es ist der zweitschlechteste Jahresstart nach 44 Handelstagen seit dem Jahr 1900. Ja, also schlechter als 1929, 39, keine Ahnung, also alle Situationen, die wirklich schlimm waren. Damals, nur im Jahr 2009 war es noch schlimmer. Damals 24,3% negativ seit Jahresbeginn oder zum selben Zeitpunkt im März, wie wir derzeit sind. Aber dann kam ja Quantitative Easing Infinite, dann gingen die Märkte nach oben, das war dann praktisch der Boden, den wir im März erreicht hatten. Mal sehen, ob es diesmal der Boden ist. Jedenfalls von den letzten 10 Vorkommen, wo wir so schwach ins Jahr gestartet sind, haben 7 dann eine Rezession angekündigt davon. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir in eine Rezession fallen, die ist relativ hoch. Was meinte ich mit dieser Situation Erleichterungsrallye? Wir sehen hier mal XLI.
Das ist das Energie-ETF, also wo praktisch die Öldinge drin sind, Energie etc. Hier sehen wir massives Volumen auf der Oberseite, sehen aber dann eine Unentschlossenheitskerze hier oben im Chart, die auf eine kurzfristige Wende hindeutet. Es geht um kurzfristig. Ich glaube nicht, dass der Trend zu Rohstoffen, zu Öl, zu Gold jetzt umgekehrt wird. Aber dass wir hier eine Konsolidierung sehen, eine Pause sehen, das gilt ähnlich für Gold. Wir haben den massiven und impulsiven Ausbruch aus diesem Abwärtstrendkanal, aus dieser Wedge gesehen. Jetzt sind wir da, wo wir im Allzeithoch bereits gewesen sind, sind im RSI schon sehr, sehr, sehr weit oben. Ist keine Garantie, ist nicht sicher, aber es ist zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass da ein bisschen die Luft dünner wird für Öl wie auch für Gold. Deswegen sagt etwa JP Morgan Trading Desk, wir bleiben marktneutral mit Commodity Overweight, also wir sind Rohstoffe übergewichtet. Denn selbst wenn es jetzt einen Waffenstillstand gibt, wird ja das Problem nach wie vor nicht vorbeigehen. Das hatte ich gestern auch argumentiert. Russland ist jetzt ein Paria, Russland ist komplett abgekoppelt, das wird sich so schnell nicht ändern. Das wird dann eben zu Inflationsschockwellen in Deutschland, in Europa, in der Welt führen. Hier sehen wir nochmal übrigens den amerikanischen Markt. Die Bewertung ist nach wie vor extrem. Die Frage ist, in welchem Zyklus sind wir jetzt? Angst ist da in Sachen Stimmung. Aber ist auch Angst da wirklich in Positionierung? Das ist die Frage. Hier sehen wir diesen Zyklus Euphorie, Panik. Wann sollte man da kaufen? Hier mal ein paar Charts, die zeigen, dass wir da schon durchaus noch ein bisschen Platz nach unten haben in vielen Kategorien. Etwa Number of Stocks Declining. Da sind wir zwar schon sehr weit unten, aber noch nicht wirklich in Tiefstregionen, die normal einen Boden dann versprechen. Number of Stocks, die neue Tiefs machen, auch nicht besonders weit ausgeprägt, ganz anders als etwa im Corona-Crash. Da war das deutlich ausgeprägt. Dann Longer versus Short-Term Volatility, Put-Call-Ratio etc. etc. Die sind alle natürlich schon in bestimmten Extremsituationen, aber eben noch nicht in derartigen Extremsituationen, wie wir sie an Böden gesehen haben an den Märkten. Also wir müssen unterscheiden zwischen kurzfristig Bärenmarkt-Rally möglich, wenn nicht sogar mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Auf der anderen Seite aber übergeordnet noch sehr, sehr viel Vorsicht angebracht. Das ist mein Punkt. Schauen wir uns mal an, was Joe Biden gestern noch gesagt hat, als er angesprochen wurde auf die Benzinpreise in den USA. Can't do much right now. Can't do much right now. Russia is responsible. Blame Putin's war. Also Putin ist schuld. Wir sehen, dass der Preis für US-Benzin deutlich über die 4 Dollar jetzt die Gallone gestiegen ist, hat sich da auch sehr schnell beschleunigt. Und das ist jetzt immer mehr ein Thema natürlich für die Amerikaner. 64%, also fast zwei Drittel der Amerikaner, leben jetzt von Paycheck zu Paycheck, also von Gehalt zu Gehaltszettel, wenn man so will. Da ist null Sparreserve. Und jetzt sehen wir die ersten Massenentlassungen im Immobilienbereich. Online Mortgage Lenders, die haben jetzt 3000 Leute gefeuert. Das geht jetzt relativ schnell. Der US-Immobilienmarkt ist so hoffnungslos überbewertet, dass das natürlich die größte Achillesferse jetzt ist, die Amerikaner haben. Und insgesamt sehen wir hier auch Gasoline Prices. Das geht relativ stark einher, kongruent mit eben der Verbraucherstimmung der Amerikaner, die jetzt wahrscheinlich ihr Geld zusammenhalten werden. Das wird auf den Konsum durchschlagen. Das wird bedeuten, dass die Wirtschaftszahlen bald schlechter werden, sodass übergeordnet sehr, sehr viel Vorsicht angebracht ist, was die Aktienmärkte betrifft. Wie gesagt, immer den Zeithorizont beachten. Beachten auch zwei Artikel, meine Damen und Herren. Gold nahe Rekordhoch, trotz starkem Dollar und anziehende Anleiherenditen. Schauen Sie sich das mal an, diese Relationen zwischen Renditen, Dollar, Gold, ob wir da Informationen finden, ob diese Gold-Rally jetzt mal pausiert. Und dann haben wir den DAX mit einem Stabilisierungsversuch, Erholungsrally im Bärenmarkt. Diese beiden Artikel, meine Damen und Herren, unter dem Video, die möchte ich Ihnen zum Start des Tages anempfehlen und sage jetzt Servus und Ciao.